Resident Evil Revelations. We lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Queen Zenobia. Right here on this ship. No signs of life, but I feel like something's here. I think it's a gun. This is not good. Where are you, Chris? Chris! What is this? Oh, great. Shit! It's a trap! It's time you learned the truth. It's Valentine. Episode 2. Doppeltes Mysterium. Slow down, Chris. We're almost there, Jessica. I certainly hope so. My feet are killing me. Our source indicates the camp is on the far side of this peak. Maybe it's the weather, but I still can't make contact with HQ. Who'd have thought we'd be stuck out here for so long? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Mit einem kleinen Rückblick. Ich wusste gar nicht, dass das hier mit inbegriffen ist. Und wir sind schon wieder zum neuen Schauplatz gesprungen. Irgendwo in den Bergen. Diesmal spielen wir Chris. Oh, the plane! My God, it crashed! Yeah, das sieht nicht gut aus. There shouldn't be any shipping routes in this area. And the intel we got on Veltro was on the money. Come on. Ah, die Absturzstelle aufsuchen. Mal vorauszusehen, was haben wir noch? Eine Pistole. Und eine Schrotflinte. Jesus. Nee. No one could have lived through that. Sieht nicht gut aus. Investigate the site. Let me know if you find anything. Ich glaube nicht, dass hier irgendwer überlebt hat. Das sieht schon alles sehr, ja, zerstört aus, aber wenn wir... Moment. Ah, den haben wir auch. Pistolmunition. Ah, hier ist noch was. Der dreht sich noch. Eine ganze Menge Kram liegt hier rum. Ah, Kisten. Ja. Schön, dass wir jetzt mal eingeblendet bekommen, welche Taste das Messer ist. Ja, immerhin einen Krauthau bekommen. Und das ist Jessica. Ich überlege gerade, ich kenne diese Person, glaube ich, nicht aus der Resident Evil Reihe. We should check out the plane more thoroughly. See what we find. Ja. Sollte das so sein? Ah. Jetzt geht's. Irgendwas muss doch im Flugzeug sein. Vielleicht, ah, ins Cockpit. Ja. Könnte von Veltro gewesen sein. Ich versuche es mal mit dem Genesis. Sieht schon aus wie so ein Paramilitär. Flugplan aufgenommen. The manifest should give us a lead to work with. Let's see. They were headed for Valkoinen Mökki Airport. If that's where they are, this mine should take us there. Ja. Welche erkennbaren Wunden? Kopfschuss oder sowas? Weiß ich nicht. Nee, kein Kopfschuss, wahrscheinlich durch den Aufprall. Jessica, I need a hand. Hold on. Jessica. Ah ja. This cave is too cold. You should have worn your thermal underwear. Hey, did you hear that? Aha, Wölfe. Ja, haben wir sie schon. Keine normalen. I think they're infected. Careful, Jessica. See? This is why I like Chihuahuas. Transporting these things? Looks that way, doesn't it? Then Veltro is back from the dead. Yeah. And we have to stop them before anyone gets hurt. Okay. Veltro war ja diese Firma, die Terragrigia infiziert hat, diese schwimmende Stadt, glaube ich. Und die versuchen das hier anscheinend noch ein zweites Mal oder steigen wieder aus der Asche. 2 Wege. Einmal hier. Ja, ich gehe jetzt einfach hier lang. Ja, ja, komm. Der Alpha Wolf. Besser geht das, glaube ich, ganz gut. Das macht die ja schon enorm viel Schaden. Ah, die ist echt gut. Das ist eine gute Hilfe. Hier liegt schon Munition wieder. So. Ist ja irgendwie was. Ja. Du musst auch überall scannen, damit du was findest. Ah. Hier. Ist hier noch was? Das sieht ja so nach Versteck aus. So, alles was so aussieht, als würde es nicht hierher gehören. Sollte man scannen, glaube ich. Obwohl, sieht eigentlich alles aus. Oh. Okay. Ah, wie soll das? Stark sind sie jetzt aber nicht. B.O.W.-Falle. Eine granatenähnliche Hilfswaffe, sobald sie den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, der Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alles in ihrer Umgebung. Bei korrektem Einsatz höchst effektiv. Ah ja. Da fühle ich mich allerdings jetzt nicht so wohl, wenn ich mir das jetzt so anhöre. Sprengsatz mit Zeitzünder. Ja. Was haben wir hier noch? Ah ja, der Flugplan. Flugzeugnummer, Typ. Redicchio del Monte. Ja, toller Flugplan. Ja, das sieht doch hier noch schaurig aus. Kann ich mal wieder nochmal legen, ich weiß es nicht mehr. Mist. Okay. Noch so einer. Oh. Rotmuni. Ah. Noch eine Falle. So, Jill, was it? Was what? Stay focused. She was your partner before, right? Yeah, my partner from before. What about it? I was, you know, just asking. Handabdruck. Ich frage mich, wozu die da sind. Ich habe keinerlei Informationen irgendwie dabei. So viel Munition hier. So viel brauche ich gar nicht. Ey. Shit! Ey. War super. Chris, are you okay? It's just my leg. I'm not going anywhere for a while. Eingebrochen oder was? Oh nee. Hold on, I'll be right there. I've got your back. Ah, ne? Okay, die gibt uns auch noch Deckung. Das ist schon mal gut. Das ist so hakelig alles. Damn it. Why now of all times? Okay, noch welche? Damn, there's too many of them. Hang in there, Chris. Oh nein. Nein, 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 nein. Shit, my ammo's not gonna last. Aren't there any more decoys? Geht rauf, los, holt. Holt das Stöckchen. Me and my sweet ass are on the way. Oh Gott. Und? Was ist das jetzt? Oh nein. Oh, oh. Oh Gott, ich hört das denn nie auf. Was da war. Schnell Kraut fressen. Nein. Nein. Das war's jetzt, oder? Can you stand? Thanks. I'll be okay. Sorry to bring this up again, but... Bring what up? Do you trust me as much as Jill? There's no need to compare. I trust you both. Besides, trust is built through actions, not words. That's so like you, Chris. It's always about the job, isn't it? Essence... Sie klingt ein bisschen eifersüchtig und zweitens, wieso steht der Typ? Ich dachte, der kann nicht, weil sein Bein gebrochen ist oder verstaucht. Wieso ist denn der nicht aufgestanden? Oh, Videospiellogik. Na egal. Gehen wir weiter. Und hopp. Ah, gut, wir sind draußen. Ah, liegt hier was? Nein. Look, is that the airstrip? That's their hideout. Okay. This is Forkball. Do you read? Chris here. I read you, sir. Are you all right? Where are you? The interference here killed our signals. We're at Valkoinen Mökki Airport. Damn it. It's all a setup. What do you mean? I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty intel, and now I've lost contact with them. Ah. I haven't heard from them since. Hal, what's going on? Chris, you better look at this. Okay. It's impossible. O'Brien, you're not gonna like this. We found the Veltro crest. Then stories of their resurrection are true. If that's the case, then the setup that got Jill and Parker. It was all... Yeah, I'd almost guarantee it. O'Brien, we'll go after Jill and Parker. I hope that's not a problem. Not at all. Make your way to the Mediterranean, and we'll keep you posted. Any idea what's going on? We'll sort it out later. We have to move. Ah, okay, dann war das also alles ein abgekartetes Spiel. Und die Ergebnisse. Speichern beenden. Präzision 74%, Tode nein, BP, Bonuspunkte. Gut, was das jetzt, was diese Punkte mir bringen, weiß ich jetzt auch nicht. Speichern wir mal. Gut. Zurück. Und ich glaube, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Die Zeit ist auch schon wieder rum bei mir. Und was es jetzt alles auf sich hat mit Veltro und dieser, wieso die jetzt ausgerechnet Jill und Parker in der Falle gestellt haben, das erfahren wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und schaltet auch dann beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Resident Evil Revelations. Bis dann!